Herzlich willkommen zu einem neuen FIFA-Video und heute machen wir mal ein Retro-Pack-Opening auf Footer. Da kann man Spieler von FIFA 10 bis FIFA 15 in einem Pack ziehen. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine richtig interessante Angelegenheit und ich werde auch ein paar Themen mit euch abbesprechen, mehr oder weniger ein paar Themen, die mir einfach auf dem Herzen liegen und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem ersten Pack. So, und dann schauen wir einfach mal rein, wen wir im ersten Pack bekommen. Ich bin richtig gespannt und wir bekommen gleich mal den Lord Bendtner, damals noch bei Juventus Turin. Seine Karte sah auf jeden Fall nicht allzu schlecht aus. Dann haben wir noch Inla als Inform, auch sehr, sehr interessant. Gündogan von FIFA 15 und sonst eigentlich nichts Interessantes. In dem Pack haben wir dann Toni Kroos und Carlos Tevez, damals noch bei Manchester City, auf jeden Fall zwei sehr interessante Karten. Und dann möchte ich gleich mal zum ersten Thema kommen und das ist einfach mal mehr oder weniger, ja, ich möchte einen anderen YouTuber ein bisschen unterstützen. Er hat im Moment 9 Abonnenten, er heißt Greybird, der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Er macht Black Ops und einfach allgemein Ego-Shooter und er kennt sich da wirklich gut aus und er hat erst 3 Videos hochgeladen. Aber die sind richtig gut von der Qualität. Der könnte auf jeden Fall schon mehr Abos haben. Und falls ihr euch eben für Ego-Shooter, Black Ops etc. interessiert, dann lasst dort auf jeden Fall ein Abo da. Damit unterstützt ihr ihn auch erst gerade so in der Aufbauphase. Und das würde ihm auf jeden Fall sehr weiterhelfen. Im nächsten Pack haben wir dann Altintop noch bei Bayern München. Eine richtige Bayern-Legende, Ak Bonlauer bei Aston Villa. Und zwar als Goldkarte mit einem 82er Rating auch richtig, richtig stark. Und die FIFA-Legende höchstpersönlich, Emenike mit 83 Tempo und 84 Shooting. Und da würde ich sagen, erzähle ich euch gleich mal das nächste Thema. Und das ist, dass ja FIFA 16 bald rauskommt und FIFA 15 ist einfach nicht mehr so beliebt. Und deswegen habe ich mir gedacht, bringe ich bis FIFA 16 noch ein bisschen mehr Real-Life-Sachen. Was da genau kommen wird, lasst euch einfach überraschen. Auf jeden Fall will ich euch nur mal gesagt haben, dass jetzt ein bisschen mehr Real-Life-Zeug kommen wird. Im nächsten Pack haben wir dann Peralta und Marquez in grün und das sind glaube ich noch diese Brasilien-Karten, wenn man das so sagen kann, von der WM 2014 in Brasilien. Snyder mit einem 87er Rating, auch sehr, sehr interessant. Milito noch bei Inter Mailand mit einem 85er Rating und richtig guten Werten, auch 84 Tempo, auch 83 Shooting, genauso wie Emenike. Im nächsten Pack haben wir dann Piet Reuper und ich bin mir ziemlich sicher, dass der mal in der Bundesliga gespielt hat oder in der österreichischen Bundesliga, weil der kommt mir ziemlich bekannt vor, auf jeden Fall in FIFA, war der auch ein absolutes Biest, an den kann ich mich noch dunkel erinnern. Dann haben wir noch einen Inform und Neymar als FIFA 14 Karte, auch eine sehr interessante Karte. Das nächste Pack bringt dann Tremolinas Inform und der hat sich in FIFA 15 ja auch schon den ein oder anderen Inform geholt. Dann haben wir hier noch Marc Janko mit 44 Tempo bei Porto. Dann haben wir Willy Jens, glaube ich heißt der, 84 Tempo als zentraler defensiver Spieler. Das ist auf jeden Fall auch kein schlechter Wert und Abate noch als Goldkarte. Abate ist einfach in jedem FIFA-Teil ein richtiges Biest und das einfach nur aufgrund seines Tempos. Das nächste Pack bringt uns dann Dumbia Inform und das ist auf jeden Fall sicher damals schon eine richtig starke Karte gewesen. Der hat ja FIFA, sag ich mal, mehr oder weniger erobert mit Ibabo. Lukaku haben wir ja auch noch am Start und sonst eigentlich nicht so interessante Karten, einen weiteren Inform. Donovan haben wir hier noch am Start, das ist eigentlich eine interessante Karte, genauso wie Demirel von Fenerbahce und das Pack an sich sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Und dann schauen wir mal, was uns das nächste Pack bringt und es bringt uns auf jeden Fall mal Young von Monaco, den kenne ich eigentlich gar nicht. Pizarro damals noch in FIFA 15, da hat er einen Inform bekommen. Da war er noch bei Bayern München, Schürrle noch bei Chelsea. Essien mit 87, das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Der hat jeden Wert über 78, also das wäre jetzt mal in FIFA 15 so der perfekte zentrale Mittelfeldspieler. Aber es gibt ja jetzt auch so Spieler wie Pogba und so weiter, die mit dem auf jeden Fall mithalten können. Im nächsten Pack haben wir dann Santana und das ist auf jeden Fall auch eine richtige FIFA-Legende, 81 Tempo. Den hat auf jeden Fall jeder schon mal getestet in FIFA 13. Und dann haben wir daneben gleich noch Pato, den habe ich so richtig, richtig gefeiert in FIFA 14. Ich glaube, die brasilianische Liga kommt in FIFA 16 wieder. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, falls ihr das wisst. Modric haben wir auch noch am Start und das war auf jeden Fall auch ein interessantes Pack. Im nächsten Pack haben wir dann gleich mal 3 Informs, Banega Inform von Valencia, den Argentinier. Dann haben wir noch Nuri Sahin mit einem 86er Rating, auch eine interessante Karte. Mertesacker dann noch mit 61 Tempo, da war er noch schnell, das kann man so sagen. Und dann haben wir noch David Silva mit einem 87er Rating, auch eine interessante Karte. Den rechts oben, den Gonzales, den kenne ich eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Sonst haben wir noch Granqvist, den kenne ich noch in FIFA 15, den gibt es auf jeden Fall noch. Und sonst ist es auf jeden Fall auch kein schlechtes Pack. Das nächste Pack bringt uns dann ziemlich viele FIFA 15 Karten, aber auch einen Pepe Inform. Keine Ahnung, wie der einen Inform bekommen hat. Der fault ja eigentlich die ganze Zeit rum, aber 75 Tempo, 86 Step und 84 Heading. Also das war auf jeden Fall ein richtig starker Innenverteidiger. Und dann haben wir noch Everton, einen Brasilianer. Die Werte sehen jetzt nicht allzu gut aus, aber sonst kenne ich da eigentlich auch nicht so viele Spieler. Die kommen mir nicht allzu bekannt vor. Altidor kenne ich natürlich noch und dann sehen wir uns beim nächsten Pack.
Im nächsten Pack haben wir dann Lama und das ist auf jeden Fall ein Spieler, den ich noch kenne. Den habe ich, glaube ich, in FIFA 13 sehr, sehr oft gespielt. Keine Ahnung, wieso, in FIFA 13 habe ich mich noch nicht wirklich mit Ultimate Team ausgekannt. Da war ich eher noch so der Karrieretyp, wenn man das so sagen kann. Dann haben wir noch Lopez Inform und an den kann ich mich auch noch dunkel erinnern. Aber eher so aus dem Real Life Lopez bei Lyon. Das war auf jeden Fall auch ein starker Stürmer. René Adler mit einem 85er Rating damals noch bei Bayer Leverkusen und Subotic mit einem 83er Rating aus FIFA 15. Im nächsten Pack haben wir dann Benitez und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der ist verstorben. Ich bin mir nicht ganz sicher, schreibt es in die Kommentare, falls ihr das wisst. Dann haben wir noch Tevez als FIFA 15 Karte, eine starke Karte. Fritz haben wir dann auch noch mit 86 Tempo, der hat auf jeden Fall auch noch ein richtig, richtig hohes Tempo. Und dann haben wir noch Di Natale, der hat in FIFA 14 auch noch richtig, richtig gute Karten erhalten in FIFA 15. War es dann leider nicht mehr der Fall. Mandzukic dann noch bei Wolfsburg, das Gesicht sieht ja richtig lustig aus. Der sieht aus, als wäre er gerade 12 geworden, als hätte er gerade seinen 12. Geburtstag gefeiert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Pack. Im nächsten Pack haben wir dann Spieler wie Lamela, Andy Carroll, eine alte Legende und Subotic, diesmal aber nur als normale Karte. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Info des heutigen Pack-Openings. Und zwar wird die Demo für FIFA 16 zwischen dem 8. und dem 9. September rauskommen. Und das wird höchstwahrscheinlich so ablaufen, dass die Demo zuerst für die Xbox rauskommt, dann für die PS4 und zuletzt dann noch für die PC-User, damit die Server eben nicht überlastet werden. Im nächsten Pack ziehen wir dann schon wieder den Lord Bendtner, diesmal als FIFA 15 Karte, daneben Fabregas, Lukaku Inform, Osvaldo Inform, Rolfes. Sehr, sehr interessante Karten und der zweite Spieler von links oben, der Alberto, da haben wir also auch noch einen richtig großen YouTuber gezogen, der dann auch noch aussieht wie Ronaldinho ein bisschen. So zumindest vom Bild her wie in FIFA 15 Ronaldinho und dann sehen wir uns beim nächsten Pack. Und da haben wir dann auch schon unsere erste Hero-Karte und zwar Pantilimon, den müsst ihr auf jeden Fall mal testen, ist auf jeden Fall ein richtig cooler Keeper in FIFA 15. Dann haben wir noch einen Inform, den ich jetzt nicht aussprechen kann und sonst haben wir dann noch Fernando Torres von Liverpool, den Spanier. Der ging ja dann zu Chelsea und dort war dann sozusagen sein Absturz vorgeplant. Es war einfach, ja, es lief einfach alles gegen Fernando Torres. Er hat immer, immer schlechtere Leistungen abgeliefert und jetzt ist er bei Atletico Madrid, blüht dort wieder ein bisschen auf, kann man fast schon so sagen und dann sehen wir uns beim nächsten Pack. Ich würde sagen, wir öffnen noch genau 3 Packs und das ist das drittletzte. Dann haben wir Hilton Inform, den gibt es auf jeden Fall noch in FIFA 15. De Micheles, eine alte Bayern-Legende und da sieht man irgendwie gar nicht, was für eine Nation er ist. Denn das Argentinien-Wappen ist irgendwie sehr, sehr unscheinbar im Hintergrund. Dann haben wir noch Elia aus FIFA 15, glaube ich, oder ist das FIFA 14? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, irgendwie richtig peinlich gerade. Dann haben wir noch Maxess am Start, wieder Santana, die alte Legende. Und Ashley Young mit einem 85er Rating, der ist auch ein bisschen abgestürzt, wenn man das so sagen kann. Und dann kommen wir zum vorletzten Pack. Im vorletzten Pack haben wir dann gleich mal 4 Informs und das sind auf jeden Fall keine schlechten. Den Holden haben wir hier, den Garommel, den Campbell und den Donovan Aubameyang als Stürmer aus FIFA 14. Eine absolut geniale Karte war das damals und da kommen wir auch noch zu einer kleinen Info, die ich euch noch sagen wollte. Und zwar habe ich hier letztens ein Video hochgeladen und das war nämlich ein 10€ Paysafe Card Video gegen, also ein Wager Match gegen den Kingdom 1893 VfB und da habe ich eben gesagt, dass er ein Betrüger ist. Obwohl das gar nicht gestimmt hat, denn mir hat ein Fake-Profil auf Facebook einfach geschrieben. Und ich habe gedacht, dass er das wirklich ist und dann, ja, dann habe ich eben gedacht, dass er mich betrogen hat. Das haben wir dann aber geklärt in den Kommentaren und so steht eh, dass der auf jeden Fall safe ist. Und das will ich hier nochmal gesagt haben, dass er den eben nicht hatet. Der soll keinen schlechten Ruf haben, er macht ganz normal seine Videos. Und das hat er auf jeden Fall nichts mit ihm zu tun. Er ist auf jeden Fall kein Betrüger. Und dann öffnen wir auch schon unser allerletztes Pack und da haben wir nochmal Rondon Inform. Keine Ahnung, warum manchmal mehr und manchmal weniger Spieler drinnen sind. Dann haben wir wieder De Micheles zweimal hintereinander. 39 Tempo, richtig, richtig stark. Sonst haben wir eigentlich nicht wirklich interessante Spieler. Huntelaar hätten wir noch bei AC Milan. Auch interessant eigentlich. Dann haben wir Di Natale auf dem linken Flügel und sonst ist jetzt nichts Interessantes dabei bei Vucevic. Haben sie das Bild wohl vergessen, den Kopf haben sie vergessen. Und dann war es auch schon wieder mit dem Video. Falls euch dieses Retro-Pack-Opening gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und eben auch, falls ihr noch ein weiteres Retro-Pack-Opening sehen wollt. Ich finde, es war mal eine nette Abwechslung zum normalen FIFA. Man sieht hier einfach Karten, die man sonst schon fast vergessen hat, die aber in den alten FIFA-Teilen richtig gut waren oder richtig overpowered oder auch richtig schlecht, die sich jetzt gut entwickelt haben. Ich finde, das war einfach eine interessante Sache. Und dann hätte ich noch eine kleine Bitte an euch. Schreibt einfach mal euren Lieblingsspieler in die Kommentare. Ist es Ronaldo, ist es Messi oder ist es doch ein ganz anderer Spieler?
Bei mir ist es David Alaba, weil er einfach der beste österreichische Fußballer ist und ich ja selbst Österreicher bin. Deswegen ganz einfach, mein Lieblingsspieler ist David Alaba. Und einfach mal so aus Interesse würde ich gerne wissen, welcher eurer ist. Und dann war es das jetzt auch wirklich mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA All Stars.